Präsentiert von webpodcast.de, Ihr Profi-Cast für Webdesign und Entwicklung. Der Namespace Public ist der umfassendste. Die entsprechend definierten Eigenschaften und Methoden sind von überall her erreichbar. Der Namespace Public dient dazu, Eigenschaften und Methoden einer Klasse so zu deklarieren, dass man von einer Instanz dieser Klasse auf all diese Eigenschaften und Methoden von überall drankommt und von überall her damit arbeiten kann. Von überall, damit meine ich in unterschiedlichen Packages, in unterschiedlichen Strukturen. Ich kann also auf alle Elemente dieser Klasse zugreifen. Um so ein Public Namespace zu verwenden, ist es sehr, sehr einfach. Ich verwende einfach den Ausdruck Public, anschließend den Ausdruck var, um einen Member zu generieren, das heißt, um eine Eigenschaft der Klasse zu deklarieren, oder wie ihr hier auch sehr schön könnt, mit Public Function, um eine Methode zu deklarieren. Dadurch, dass diese jetzt auch in dem Namespace Public deklariert sind, sind sie quasi für die Öffentlichkeit gültig. Jeder darf mit der Methode SameYourMember arbeiten und jeder darf auf die Eigenschaft Member zurückgreifen. Dies gilt auch, wenn ich von dieser Klasse erbe. Das heißt, wenn ich eine Unterklasse von Public Example mache, in dem Fall habe ich die Unterklasse einfach Extended Public Example genannt, dann ist es so, dass ich zum einen direkt auf den Konstruktor zugreifen kann, der Superklasse. Zum anderen kann ich dann mit den Eigenschaften, die im Super deklariert worden sind, das heißt in der Oberklasse deklariert worden sind, ganz normal weiterarbeiten kann. Ich kann auf die Methoden zurückgreifen und ich kann auch direkt über Super auf die Methode direkt zurückgreifen und mit ihr kommunizieren. All dies ist möglich, wenn ich die Methoden und Eigenschaften in einen öffentlichen Bereich, in einen öffentlichen Gültigkeitsbereich ablege und somit überall darauf zugreifen kann. In meinem Beispiel UsePublic ist es so, dass ich jetzt eine Instanz dieser Klasse gemacht habe. Und wenn wir das einmal durchlaufen lassen, können wir sehr schön die Traces erkennen, nämlich das SameYourMember, das wir hier im Konstruktor aufgerufen haben durch die Methode SameYourMember. Wir sind aber auch in der Lage, ohne weiteres direkt auf eine Eigenschaft, in diesem Fall explizit auf die Eigenschaft Member zuzugreifen, die ja innerhalb dieser Instanz jetzt durch die Klasse verfügbar sein muss. Und dadurch, dass sie public ist, ist das Ganze auch kein Problem. Teste ich das also, bekomme ich das in den Traces zu sehen. Member from public example is this member could be used from everyone. Und analog heißt das natürlich auch, dass es überhaupt kein Problem ist für mich, diesen Member einfach zu ändern. Changed. Das heißt, ich kann auf diese Instanzwerte einfach zugreifen und Modifikationen darauf zusetzen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit den Methoden, das heißt, ich kann auch direkt auf eine Public-Methode zugreifen von der Instanz aus und habe auch hier die Gültigkeit dementsprechend gewährleistet. Wenn ich jetzt davon eine Instanz der vererbten Klasse nehme, das heißt, wenn ich von der Unterklasse eine Instanz produziere, gilt da das Gleiche. Ihr könnt jetzt sehen, dass ich explizit auch hier zunächst einmal auf den Member zugreifen kann und auch auf die Methoden zugreifen kann. Und wenn ich das jetzt einmal durchlaufen lasse, könnt ihr sehen, dass ich hier sehr viele Traces bekomme. Und die Traces sind einmal über das Super entstanden, über die Aufrufe Member und über die Aufrufe der jeweiligen Methode. Was bedeutet das jetzt explizit? Mit public definierte Variablen und Methoden sind für alle zugänglich, deswegen auch public. Sie sind öffentlich. Das heißt, ich kann mittels des Publics dafür sorgen, dass ich von überall her in jedem meiner Packages eine Instanz von diesem Element erstellen kann, eine Instanz von dieser Klasse erstellen kann und ich kann auf alle public deklarierten Elemente zurückgreifen.